Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht es darum, wie wir eine Authentifikation durchführen können. Das heißt, nicht eine richtige Authentifikation. Klar, man kann ja auch einfach seinen Username und Passwort hinposten, habe ich euch alles schon erklärt, wie das genau funktioniert. Aber HTTP, also das Protokoll HTTP, liefert euch auch die Möglichkeit, eine grundsätzliche Authentifikation durchzuführen. Das habt ihr vielleicht schon relativ selten mal gemerkt, wenn man auf eine Webseite geht, dann kann hier so ein kleines Feld aufploppen, wo man sich eben anmelden soll. Und genau das kann man hier eben machen. Das ist sozusagen eine simple Authentifikation für zum Beispiel Administratorseiten oder sowas. Sie ist jetzt nicht besonders hübsch, deswegen nimmt man sie normalerweise nicht. Aber ja, manche haben das tatsächlich so. Und ich will euch natürlich auch zeigen, wie es funktioniert. Vor allem, weil ich es eine super Übung finde. Deswegen, ja, machen wir das jetzt einfach mal so. Okay, was wir jetzt als allererstes haben wollen, ist, wir wollen das hier wieder loswerden. Weil ich nicht alles fangen möchte eigentlich. Das machen wir raus. So, und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen eine addApp.root haben. Und hier sagen wir jetzt AdminPanel dazu. Das wäre jetzt zum Beispiel mein Administrator-Panel. Das heißt, ich kann hier jetzt sozusagen irgendwelche, keine Ahnung, Benutzer verwalten oder sowas. Und ja, jetzt möchte ich natürlich einige Sachen machen. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen unübersichtlich, weil ich jetzt ausnahmsweise mal mehrere Funktionen brauche. Ich mache hier einfach mal einen Dev-Check rein, was mir einen Username abverlangt und ein Passwort. Und ja, das Ganze ist nicht wirklich komplex. Aber wir sagen jetzt hier einfach nur Return Username gleich Admin und Passwort gleich ASDF 1, 2, 3, 4 oder sowas. Oder von mir aus QWER TZ oder so. Also einfach nur quasi, hier wird das Passwort überprüft. Hier müsste man jetzt natürlich seine Datenbankanbindung einbinden sozusagen, damit ihr auch in der Datenbank nachgucken könnt, ist das auch wirklich ein Administrator und so weiter und so fort. So, und jetzt machen wir hier eine DevOut. Und diese DevOut macht einfach folgendes, Return. So, und jetzt zeige ich euch, wie man eine eigene Response zurückgibt. Und das finde ich eine tolle Übung, muss ich sagen, weil, also wir haben natürlich schon Responses zurückgegeben, aber nicht komplett selber generierte Responses. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Denn ich kann hier meine Response komplett selbstständig zusammenstellen, indem ich einfach eine Response produziere, die ich aus Flask erstmal importieren muss, logischerweise. Und ja, jetzt kommt hier vorne erstmal hin, was ich zurückgeben möchte. Und dadurch triggern wir auch, dass wir eben einen Login wollen sozusagen. Also wir sagen HTTP, bitte log denjenigen ein. Aber das kann man, wie gesagt, nicht nur hierfür benutzen, sondern man kann hier einfach alle Responses einbauen, die man eben gerne haben möchte. Und wir sagen jetzt einfach mal, please login. So, der Fehlercode in Anführungsstrichen ist ein 401. Das ist genau der, den wir hier brauchen. Also, dass wir eine Authentifikation haben wollen. Und dann können wir hier noch was hinten dran machen. Und zwar, wir brauchen www-authenticate. Doppelpunkt. Und jetzt sagen wir hier basic realm ist gleich login, keine Ahnung, login required oder sowas. So. Und genau, das passt soweit, glaube ich. So, jetzt haben wir hier sozusagen die Variante, dass wir eine Authentifikation triggern. Das sind aber alles einfach nur simple Funktionen. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, damit wir das hier auch auf unserer Route machen können. Und das macht man normalerweise mit einem Decorator. Und den Decorator müssen wir uns auch erstmal schreiben. Beziehungsweise wir nennen ihn requires out. Ups, out. Dafür, dass er eben, dass wir sozusagen, wir wollen diesen Decorator einfach oben drüber schreiben und dann wird automatisch eine HTTP-Authentifikation losgelassen. Und ja, das machen wir über, Achtung, Funktools ist da wunderbar dafür. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal in meiner Python-Playlist gezeigt. Halt, stopp, wir wollen es anders importieren. From Funktools import wraps. Habe ich euch, glaube ich, sogar tatsächlich schon mal gezeigt.
Deswegen, ja, damit können wir Decorator schreiben. Klar, wir können auch anders Decorator schreiben. Wir machen es jetzt hiermit. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten in Python. Und wir wollen natürlich die Funktion wrappen, die wir hier oben mitbekommen. Und sagen hier dann def deco oder deco decorated function oder sowas, keine Ahnung. Sternchen args und Sternchen quarks. Das ist immer das, was ihr mitbekommt, sozusagen die Argumente, mit denen die Funktion aufgerufen wurde und die Keyword-Arguments, die ihr in der Funktion bekommt. Also Arguments sind dann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier f von 1, 2, 3 mache, das, dann sind das Arguments. Wenn ich jetzt aber hier sage, myInt ist gleich 3, dann ist myInt ist gleich 3 ein Quark, also ein Keyword-Argument, weil das hier ein Keyword ist. Und die brauchen wir natürlich hier beide. Okay, das sind jetzt eigentlich nur so die Basic-Python-Kenntnisse, die ihr eigentlich schon haben solltet. Ich weiß gar nicht, warum ich die wiederhole, aber egal. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, jetzt sagen wir hier out, halt nee, damit überschreibe ich meine Funktion. Auto ist gleich request, brauchen wir auch, Punkt authorization. Oh Mann, oh, wird wieder nicht angegeben. Authorization, damit bekommen wir sozusagen die HTTP-Authentifikation mit. Die steckt auch in dem Request drin. Also Request ist ein super geiles Paket hier, oder was heißt Paket, Modul eigentlich. So, und jetzt sagen wir hier, wenn derjenige nicht autorisiert ist, diese Seite zu sehen, if not auto, dann hat er sich noch nicht angemeldet. Wenn er sich schon angemeldet hat, dann gibt hier auto und truth ein True zurück, was bedeutet, wir müssen, also wenn hier ein True zurückkommt, dann ist die Autorisierung schon passiert. Das heißt, derjenige, oder die Authentifikation eigentlich, dann hat er sich schon angemeldet. Das heißt, dann müssen wir das logischerweise nicht nochmal machen, aber wenn er sich noch nicht angemeldet hat, was der Fall hier ist, oder wenn sein Benutzername, Passwort logischerweise falsch war, was auch vielleicht ein Grund wäre, ihm den Zutritt zu verweigern, also dann zeigen wir einfach das Ganze nochmal an, sagen wir hier mal check und wir bekommen über auto, ups, Punkt, Username und über auto.password bekommen wir Username und Passwort. Wenn er jetzt hier also entweder falsche Credentials eingegeben hat oder wenn er noch nicht authentifiziert wurde sozusagen, also wenn beides zutrifft, dann wollen wir, dass er sich authentifiziert, sprich wir sagen ihm, wir wollen eine HTTP-Authentifikation haben, das machen wir dann mit unserem out, return out. So, und jetzt müssen wir noch den Decorator als Decorator fertigstellen, das heißt, wir müssen die Funktion zurückgeben, die dekoriert wurde, und zwar f Sternchen args, Sternchen, Sternchen, quarks. So. Und dann geben wir die dekorierte Funktion hier zurück, weil das hier ist ja bloß der Decorator hier. Das bedeutet, ja, also wir geben sozusagen alles zurück, aber nur, wenn er sich eben authentifiziert hat. Also, ja, ich gehe es gleich nochmal kurz durch, lasst mich kurz das hier fertig schreiben, Deko. So, und jetzt wollen wir den Decorator einsetzen und dann gehe ich das Ganze mit euch durch. Das heißt, wir sagen jetzt hier, wir haben irgendeine Route, def admin panel haben wir es, glaube ich, genannt. So. Und hier sagen wir dann einfach return hello admin. So, jetzt wird natürlich, wenn ich hier aufs admin panel gehe, wird direkt, ist das jetzt, ah verdammt, das läuft noch nicht, okay. Jetzt muss ich kurz gucken, weil ich hier die run configurations alle nicht richtig benannt habe, annehmend 1. Ich sollte die wirklich hier richtig benennen, wenn wir jetzt noch weitermachen. Okay, also wenn wir jetzt hier auf das hier gehen, nein, das ist nicht das, was ich wollte, Admin Panel, Hello Admin. So, das soll natürlich nicht sein, denn nur der Administrator soll dieses Ding hier sehen können. Jetzt, wie kriege ich das dazu, dass es nur der Administrator sieht? Naja, ganz einfach, ich muss hier diesen Decorator setzen. Add requires out. Achtung, keine Klammer nötig. So, was passiert jetzt? Diese Funktion hier, die Hello Admin zurückgibt, wird gewrappt. Und zwar hier rein. Das heißt, hier in Admin Panel steht jetzt plötzlich nicht mehr genau Return Hello Admin, sondern im Endeffekt ist F jetzt diese Funktion Admin Panel. Und das bedeutet, erstmal wird eine Autorisierung durchgeführt. Und wir schauen, ob irgendwelche Autorisierungs,
Parameter sozusagen drin sind, die über den Browser geschickt wurden. Falls keine Parameter hier drin sind oder aber falls der Nutzername und das Passwort hier nicht nach diesem Schema sind, dann wollen wir das Ding hier zurückgeben und dann wird überhaupt nicht Hello Admin zurückgegeben. Das Ding hier löst aus, dass wir uns einloggen müssen. Falls wir aber ein richtiges Benutzername, Passwort hatten und eben die Credentials überhaupt drin waren, dann wollen wir einfach nur die Funktion zurückgeben und das ist sozusagen der ganze Trick dabei. So, wenn ich das jetzt nämlich neu lade hier, passiert Folgendes. Ich muss mich anmelden, Authentifizierung erforderlich, HTTP, hier steht einfach die Webseite. Und ja, jetzt muss ich nachspiegeln, was ich genommen habe, Admin und ASDF 1234. Das heißt, ich kann hier Admin und ASDF 1234 eingeben und dann kriege ich die Webseite eben angezeigt. Während, wenn ich jetzt, ja, jetzt bleibt das Ganze natürlich immer so. Und das ist natürlich jetzt doof, weil ich euch das andere eigentlich noch zeigen möchte. Dazu wechseln wir einfach mal ganz kurz unsere Passwörter hier. Machen wir nur ASD 1234. Und sehen hier, ah okay, jetzt müssten wir was eingeben. Jetzt geben wir hier von mir aus Admin und irgendwelche anderen Sachen ein. Und dann steht hier plötzlich immer noch dasselbe. Das heißt, wir kriegen das hier eigentlich gar nicht zu Gesicht. Also das liegt jetzt daran, dass wir hier auf der Seite schon waren. Aber das wird hier nicht angezeigt. Hier wird immer diese Authentifizierung erforderlich, bevor wir irgendwas sehen können. Und das macht sozusagen unser HTTP-Protokoll. Wenn wir auf Abbrechen klicken, kommt Please log in, was wir hier definiert haben. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Vielleicht ganz nützlich, damit ihr so ein bisschen noch in Flask tiefer reinkommt. Das sind eigentlich ganz coole Sachen. Jetzt eine Anmerkung habe ich, wenn ihr das hier benutzen wollt in der Produktion, sage ich jetzt mal, also wenn ihr es auch wirklich deployen wollt, dann solltet ihr ganz, ganz dringend hier SSL benutzen, denn ansonsten kann jeder die Passwörter mitlesen. Also wenn ihr irgendwas mit Passwörtern oder Nutzern habt, dann solltet ihr immer SSL benutzen. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.